Meine ganz allerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit mir, den Leon, mit euch, der Community. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ada macht hier schon ordentlich Krach. So, wir haben die zweite Adlermedaille, also die Adlermedaille und die Wolfsmedaille inzwischen. So, das werde ich mal hier verbinden und ja, das brauchen sie jetzt nicht. Halte ich für ein Gerücht, dass ich das jetzt nicht brauche. Und ja, ich habe ein kleines Problem, Leute. Ich hoffe, die Munition reicht. Ich habe nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Und ich hoffe, das tut mir jetzt nämlich nicht zum Verhängnis. Ich habe ja ein bisschen Munition an die Spinnen verballert. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung, weil ich habe nämlich noch was Wichtiges vergessen. Hier kommt nämlich noch eine Stelle, wo ich noch Pistolenmunition brauche und ich habe gerade auch keine andere Waffe alternativ einstecken. Ach komm, ich hol mal die Waffe noch. Oder, warte mal, wo brauche ich die? Ich überlege gerade. Ja, und wie ich die brauche, Alter, wenn ich die nämlich nicht hole, bin ich nämlich richtig am Arsch. Kommt nämlich keine Truhe. Ja, ich hol die mal noch schnell. Da ist nämlich keine Truhe. Glaube ich. Deswegen gehe ich die mal nochmal zurück. Bin mir da nämlich jetzt gar nicht so sicher. Oh, wir müssen in die andere Richtung, Ada. Ne, dann nehme ich mir lieber noch ein bisschen Moon mit, weil sonst wird das nicht so geil jetzt hier. Das könnte richtig kacke werden ohne Moon. Ja, und irgendwie bin ich diesmal nicht so sparsam, was die Munition angeht. Aber egal. Munition ist zum Ballern da. Auch wenn es ein Survival-Shooter ist, aber ein Survival-Horror-Spiel. Da würde ich es jetzt nicht nennen. So, das muss reichen hier. Ja, man will ja auch seinen Spaß haben, Leute. Ihr versteht das. Ihr versteht das sehr gut. Und wie gesagt, ich weiß ja, was kommt. Also wir werden auf jeden Fall nicht ohne Munition dastehen und am Ende hat man immer sowieso zu viel. So, hier sind ein paar Zombies, die knall ich jetzt auch ab. Boah, schon wieder gespoilert. Ja, ich will Spaß haben, wie gesagt. Den knall ich ab. Ah, ich stehe auf hier. Erstmal durch. Ja, wie wär's, wenn du mal mitmachst? Ey, da, du hohle Nuss, Alter. Ja, Papa Leon macht schon. Ja, und dir. Ja. Ich kann das. So, der Kumpel da hinten steht wieder auf, aber der kann mich jetzt mal in Ruhe lassen. Oh, oh, Spidey. Spidey. Ja, was guckst du da hoch, ey, da? Das ist eine Spinne, oh mein Gott. Na nö.
So, hier ist leider nichts mehr. Verdammte Axt. Das bei Ada bei Claire nicht passiert. So, Ada Wong, wir sind am Start. Wir sind da. So, das hatte ich euch ja bei Claire nicht gezeigt. Das zeige ich euch jetzt mal. Yay! Sieh da einen Schlüssel und ich weiß nicht, was ich mit dem Schlüssel machen kann. Waffenschrankschlüssel, aber ich glaube, da kriege ich den Lammwerfer. So, da sind wieder Zombies am Start. Hey, Buddy. Oh, oh. Ah, das war schlecht. War richtig schlecht, war das. So, wir müssen noch mal nach hinten. Geiles. So, an dem Bein werde ich sparen. Mano trifft hier nicht! Alter, was bin ich denn für ein Kackbuhn? So, Gewehrteile. Siggi nehme ich die mit. Auch zwei Schuss gleich geschenkt. Wie geil ist das denn, bitte? Wenn ich leer geballert hätte, dann hätte ich 7 Schuss geschenkt bekommen. Aber egal. Soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Aber so viel brauche ich auch nicht, also. Kommt hier ganz gut durch. Jetzt macht das Ding ja auch ein bisschen mehr Rambazamba. So, eine für dich. Kann ich auch noch was, Buddy, Alter? Oh, Siggi, Alter! Ja. Na, ja, komm her, hier, Alter. Was geht ab? Mal schön, Alter, ein Stück vom Oberkörper weggefetzt. Ich auch noch was hier, Alter. Gib ihm, Alter. Der Ballermann, Alter. Ja.
So. Ja, wenn man nicht spielt wie ein absoluter Vollnoob, dann kommt man hier eigentlich ganz gut klar mit der Moon. Ah, das ist kein, schwierigen, kein schwer gibt, also ein Schwierigkeitsgrad schwer. Das wäre geil. Gibt's leider nicht. Gibt's nicht, wen haben wir nicht? So, haben wir noch ein Heilungsspray. So, die Waffe werde ich jetzt mal ablegen. Die brauche ich nämlich nicht mehr. Den Schlüssel lasse ich mal drin. Den Ventilgriff kann auch weg. Die Schrot kann auch erstmal weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Mal ein bisschen vorbereiten. So, vorhin mal den Schlüssel geholt. Und dann fahren wir runter ins Labor. Alter, hat die eine Schelle bekommen, ey. Come on, snap out of it. Das hat sie nun wieder auch nicht verdient, Alter. Auch nie, wenn sie dreckig und Misslauf ist. Oder Missbeet, wie man so schön sagt. Nee, ey, da ist wirklich richtig dreckig. Ja, aber die Hose sitzt nur einmal frei, war einer. Und weg. Was ist, Buddy? Und weg. Nein! Nein! Oh, was für Kacknubix hier. Nein!
Alter, der lebt noch. Sau. Stirb doch. Dein Motherfucker, dein. Oh, ich habe zwei Schuss völlig versammelt. So macht man es nicht, Leute. So macht man es nicht. So viel zum Thema, ich will auf schwer spielen. Am Arsch. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Wake me up. Father. Xian macht wieder den epischen Moment kaputt. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Ja, da habe ich auf jeden Fall ordentlich auf den Zippel bekommen. Einmal musste ich ein bisschen beheilen. Etwa 2% und mit 2% habe ich ihm den Rest gegeben, ja. Mit 2%, ja. Gut, dass ich die dicke Knüfte noch einmal gepackt habe, ja. Jetzt wäre das nämlich richtig scheiße gelaufen. Ja, speichern werde ich nicht, brauche ich nicht. Komm, ich bin jetzt mal cool. Yeah. So, Leute. Mensch, da haben wir es ja schon fast wieder geschafft. Morgen kommt dann das Finale oder demnächst, also... Nächste Folge ist dann auf jeden Fall das Finale, das absolute Totale. So, ich nehme mal das Maschinengewehr. Guck mal, ob ich alles aufgesammelt habe. So, Ada ist auch versorgt. Gut, Leute, dann machen wir uns mal auf ins Labor. Hinten in die andere Tür kommt man nur rein, wenn man Szenario B spielt. Aber wir spielen ja Szenario A. Mal gucken, ob ich irgendwann B noch zocke. Aber warum eigentlich nicht? Ah, das muss ich erstmal freispielen. Also wenn, dann mache ich das irgendwann mal, wenn ich mal wieder Bock habe auf Resident Evil. Da könnte ich mir gut vorstellen, das nochmal zu zocken. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Haben wir noch eine Heilungsspray. Ja, und wer jetzt nicht weiß, was Szenario B ist, das ist quasi nochmal eine andere Kampagne.
Für Claire und Leon ein bisschen schwerer. Man kommt dann quasi von der anderen Seite ins Polizeirevier rein. Ja, was an Szenario B auch noch besonders ist, ist, dass Mr. X einen noch hart auf die Eier geht. Wer den Remake gespielt hat, der kennt Mr. X sehr gut. Ja, Mr. X, der ist bei Szenario B dabei. Gleich nochmal zurück. Ich glaube, das ist ja genau so war das. Fand ich damals so mega den Effekt, ja. Mal hier rein. Normalerweise muss man hier nicht rein, aber hat euch ja gesagt, ich wollte mir den Flammenwerfer noch holen. Oh, der war hier, glaube ich, drin, ne? Genau. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Schlüssel mache. Wa? Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichen experimentalen Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdische Transportmöglichkeiten, während bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt wird, alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt. Außerhalb der Stadtgrenze, es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsobjekte oder auch nur die extra Existenz dieser Anlage Einzug gestehen, da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist. Kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Das ist ja nicht so freundlich. Ich muss mal kurz husten. So, aufgezeichnet. So. Hier haben wir auch noch was zum Lesen. Benutzerregistrierung. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Güst. Passwort keins. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Güst ist, glaube ich, Latein für Teufel. Ich glaube, so war das. Bin mir nicht sicher. So, da komme ich ja noch nie rin, war, oder? Kann ich. Ah, so war das. Kann ich ja nicht durchkriechen. Wie geil ist das denn bitte? Ah!
Scheiße! Und die halt, boah, wie fies, Alter. Ich hab gar nicht dran gedacht, Alter. Das ist hier fucking Licker und dann nur noch zwei. Oh mein fucking Gott, Alter. Fies, ja. Habe ich auch überhaupt was davon? In allem ist der Pflanze... Uah. Ziemlich pflanzige Angelegenheit hier. Pink fucking Farbband oder was? Mehr ist hier nicht. Boah, ich fühle mich ein bisschen getriggert, ey. Soll da was sein? Alter, das hätte ich mir auch sparen können, wa? Warte mal, hier ist noch was. Okay. Das hat sich ja noch ein bisschen gelohnt. Alter, ein fucking Licker und ich habe einen Flammenwerfer in der Hand. Ach du blöd, ekelhaftet. Alter, wie viel zieht denn der? Nein! Schnell! Alter! Ein Arschgänger. Ekelhafte Pissbrut, Alter. Man die kaum trifft. So. Dann haben wir den auch leer geschossen. Hier haben wir Gott sei Dank wieder Heilung. Mensch, jetzt habe ich trotzdem Heilungsspray benutzt. Da geht meine Wertung wieder runter. Sollte man nämlich nicht tun, wenn man eine gute Bewertung haben will. Aber egal. Ist egal. Ist ja nur zum Zeigen, das Spiel. Ja, Leute, und in der nächsten Folge das Finale, ja. Ich würde mich sehr über Liebe freuen, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt, ja. Und ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du kein Video von mir verpassen willst. Bis zum nächsten Mal, euer Xtern.